Willkommen zu einem meiner kleinen Specials. Und zwar habe ich wieder eine 3 gegen 3 Schlacht für euch, von der es nicht gerade viele gibt. Und die wird ein Dreiteiler, in dem ich dann euch von jedem quasi seine Sichtweise zeige. Fangen wir mal an. Ich vertrete die Streitmächte der Makedonen. Wir kämpfen auf der Karte Jüdische Küste. Legen wir erstmal los mit der ganzen Theorie. Wie ihr seht, hat die Karte eine sehr eigenartige Aufstellungsbereich. Hier drüben SPQR, die Germanen und auch nochmal die Griechen, relativ klein. Wir hingegen dürfen uns breit machen. Ja, wer ist denn bei mir als Partner dabei? Ihr könnt die, also ihr müsstet die eigentlich kennen, mit Sicherheit. Besonders, weil ihr schon Scipion gesehen habt in einem meiner Battles. Fangen wir erst mit seiner Armee an. Er vertritt die Streitmacht der Seleukiden. Seine Aufgabe war es, möglichst schnell rüberzukommen und sich dann die griechischen Armeen vorzunehmen. Fangen wir an, hier sehen wir Scipions Armee. Er hat insgesamt 4 Einheiten Phalanx-Pikeniere auf Gold-Gold. Ne, er hat 2 und dann nochmal 2 Silberschild-Pikeniere. Hat dann 2 Bogenschützen auf Goldangriff, Bronzeverteidigung. Einmal Silberschild-Legionäre auf Gold-Gold. Zweimal Kataphrakte, ein auf, ich würde eigentlich beide sagen, auf Goldangriff. Und einmal Sensenstreitwagen. Man muss auch wissen, es war ein 10.000 Dinare-Battle, damit es hier ein bisschen übersichtlicher wird, damit auch nicht von jedem der PC mal abschmiert. Besonders von mir, weil ich gerade zeitweise an meinem Laptop halt spielen muss. Ja, jetzt kommen wir zum zweiten Teilnehmer bei unserem 3 gegen 3 Kampf. Den kennen viele von euch, und zwar Günther Shadow. Der hat einige Schlachten mit mir und Scipion zusammengeschlagen, dies ist eine davon. Ja, wir beide haben uns für die Makedonen entschieden. Er hat sehr viele Einheiten ohne jegliche Upgrades mit dabei, wie man sieht. Das ist seine frühe Anfangsphase bei den Online-Battles, da lernt man erstmal noch. Und hier hat er halt 4-mal Phalanx-Pikeniere mit dabei. Halt nicht so effektiv, aber halt doch eine Menge aus für den Anfang. Dann hat er 2-mal königliche Pikeniere mit jeweils 2 Upgrades. Massig Bogenschützen ohne Upgrades. Massig Kavallerie ohne Upgrades, davon aber nur makedonische. Dann einmal nochmal jentenkönigliche Pikeniere, wie schon erwähnt, und 2-mal Ballisten. Auch wenn diese nicht erlaubt waren, das passiert halt, kann passieren, hat uns nicht gestört, hat sich keiner beschwert. Kommen wir zu meiner Armee. Ich habe einen sehr komischen Aufstellungsbereich. Ich habe 4-mal königliche Pikeniere auf Gold-Gold geupgradet, habe dann noch 4 Bogenschützen auf Goldangriff, 5 Bogenschützen auf Goldangriff. Einmal Peltasten auf Bronzeangriff, 2-mal makedonische Kavallerie und 2-mal leichte Lanzenreiter auf Goldangriff, eine makedonische Kaff auf 1-mal Angriff und 2-mal Verteidigung. Dann spulen wir das Ganze vor, bis die Schlachtaufstellung vorbei ist. Ja, wir haben uns darauf konzentriert, also wir als Makedonen, fangen wir mal so an. Die Aufgabe von Günther Shadow war es, die griechische Armee zu vernichten. In der Zeit habe ich mich darum gekümmert, die anderen beiden hier drüben abzuschirmen, dass die nicht rechtzeitig als Verstärkung da sind. Wir konnten es über TS absprechen, also war da sehr gutes Handling. Und die Aufgabe von Scipion war es, ursprünglich möglichst schnell dazu zu stoßen, da er so weit entfernt ist und eigentlich schnell sich darum kümmern sollte, die Griechen zu flankieren, sodass die schnell aufgerieben werden und wir uns dann auf die anderen beiden Fraktionen konzentrieren können. So, spulen wir weiter vor. Wir betrachten jetzt das alles erstmal aus meiner Sicht. Es gibt noch weitere Folgen, in der wir dann die Sicht von anderen betrachten. Fangen wir an. Ich marschiere natürlich erstmal schön straight vorwärts. Wollte natürlich schnell versuchen, hier drüben die Armeen abzuschirmen, aber ich stelle die nochmal kurz vor. Und zwar haben die Griechen zahlreiche Bogenschützen dabei. 6 Stück ohne jegliche Upgrades. Dann insgesamt 7 Einheiten Spartaner ohne Upgrades und einmal gepanzerte Hopliten ohne Upgrades. Die Germanen haben insgesamt 4 Einheiten barbarischer Kriegsheer ohne Upgrades, 5 Einheiten Berserker ohne Upgrades, 2-mal Elite-Bogenschützenbande ohne Upgrades und einmal Bauern. Und die römische Armee hat insgesamt 6-mal Stadtkohorte ohne Upgrades, 2-mal Bogenschützen-Hilfstruppen, 3-mal ohne Upgrades und 4-mal Kavallerie ohne Upgrades. So, dann fangen wir mal gleich an. Ups. Ich marschiere natürlich straight vorwärts, wollte auch verhindern, dass jetzt die Germanen schnell den meinem Partner Günther Shadow in den Rücken fallen können, der sich übrigens auch schnell fortbewegt. Sodass wir verhindern konnten, dass wir jetzt hier gesandwiched werden. Scipions Aufgabe war es, wie gesagt, schnell vorzumarschieren. Ist natürlich auch gelungen, aber darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Meine Bogenschützen habe ich vorwärts marschieren lassen, damit sie hier drüben die Bogenschützen von den Griechen beschäftigen können. Vor allem, weil sie auch deutlich überlegen waren an der Zahl, nämlich mit 6 Einheiten, doch nicht 5. Und auch von den Upgrades her. Zusätzlich kamen nochmal die Einheiten von Günther rechtzeitig dazu,
sodass der Bogenschützenkampf eindeutig zu unseren Gunsten entschieden werden konnte. Hier drüben sieht man, wie der Römer schon vorrusht. Ich versuche natürlich schnell, das alles zu machen, um Voraussetzungen dafür zu sorgen, dass er halt nicht flankiert werden kann. Das gibt mir rechtzeitig das. Hier sieht man auch schön, wie es vormarschiert ist. Meine Bogenschützen machen natürlich hier seine regelrecht fertig. Man sieht hier drüben, werden die Bogenschützen vernichtet an der Flanke. Gleich wird es für auch den nächsten Trupp konzentriert. Hier drüben richtet sich die Kavallerie von Günther aus. Naja, der Bogenschützenkampf ist eindeutig zu meinen Gunsten. Man sieht, der Trupp ist hier gleich weg, hat noch einen Mann. Ja, jetzt wird das Feuer hier auf den übertragen. Man sieht, die ziehen sich zurück, weil die Kavallerie dazukommt. Naja, hier drüben kommt jetzt ein Trupp Berserker von den Germanen. Warum er ein Einzel losgeschickt hat, war natürlich fragwürdig. Die Römer konnten natürlich nicht losmarschieren, die wollten natürlich keine Verluste riskieren. Selbes gilt auch für die Germanen. Das Einzige, was sie machen konnten, wäre hier halt dazustoßen. Naja, und hier zeige ich euch mein kleines Defizit der Berserker. Berserker an sich sind ja eigentlich keine schlechten Einheiten. Aber es gibt mehrere Fakten, die dagegen sprechen. Jetzt fangen wir an. Die chargen hier in meine Pikeniere rein, und zwar frontal. Die können dann nicht schlau denken und rennen auch nicht drum herum rennen. Die rennen frontal rauf und in dem Moment machen meine Pikeniere aus den Schaschlik. Man sieht, sie fliehen jetzt schon. Werden jetzt auch gleich nochmal hier von meinem Bogenschützen ein bisschen beschossen. Wenn sie schon schön sehen kann, die Speere fliegen auch. Und der letzte Mann, der flieht da jetzt noch. Die Bogenschützen hier drüben sind jetzt in die Range gekommen, um meine Pikeniere hier drüben fertig zu machen. Ich habe jetzt auch meine Einheit wieder neu ausgerichtet. Der Bogenschützenkampf hier drüben ist so ziemlich gewonnen. Man sieht, meine Einheiten schon feiern. So, was passiert jetzt? Jetzt ist hier erstmal ein bisschen Stillstand. Hier passiert noch nicht so viel. Die Germanen bewegen sich immer noch ein bisschen. Hier drüben postiert sich die Kavallerie von Günther Shadow. Die Römer versuchen natürlich, hier irgendwas zu machen, können aber nicht. Sie haben einfach keine Chance, weil ich hier alles abschirme. Somit in Ruhe hinten mit den Griechen alles gemacht werden kann. Die werden komplett vernichtet. Also da hatten die keine Chance, irgendwie als Unterstützung dazuzukommen, außer von hinten, was natürlich auch keinen großen Vorteil für die ist. Gerade in die offene Phalanx reinzurennen. Hier drüben sammeln, kommen jetzt Berserker zum Einsatz. Ich sag natürlich Günther sofort, er soll reinrushen, denn allein schon durch den Ansturm können Berserker ganz schöne Verluste machen. Meine Bogenschützen schießen jetzt hier schön in die Flanke der Spartaner rein, was natürlich ein ganz schönes Problem für die darstellt. Die römische Kavallerie richtet sich neu aus. Hier drüben kämpft auch schon Scipio mit seinen Kataphrakten, ist er recht schnell da gewesen. So, jetzt geht's hier auch direkt vorwärts. Meine Kavallerie sollte jetzt hier möglichst schnell da sein, um nochmal Notfall hier in die Berserker rein zu rushen. Der Römer hält sich hier doch noch zurück, bevor er großartig Verlust riskiert. Hier sieht man schön, die Berserker werden hier komplett weggecharged und auch umzingelt. Allerdings haben sie doch noch ganz schön viele totgerissen, das war damit auch zu rechnen. Hier kommt meine makedonische Kavallerie nochmal dazu. Berserker haben jetzt hier noch 5 Mann übrig. Und man sieht, also das Ding ist für die komplett verloren, sind abgeschirmt und zusätzlich noch viel zu wenige und werden einfach weggecharged. Der Römer hat jetzt seine Niederlage eingestanden, da er einfach verzweifelt war, er konnte nichts mehr tun, nehme ich an. Schade, dass er aufgehört hat, das wäre noch ein bisschen spannender geworden, hätte er noch da geblieben. Hier drüben fangen jetzt die Seleukiden, also Scipio, ein bisschen die Einheiten ab. Jetzt war hier noch der Germane übrig, der hat auch nicht mehr viel gehabt. So, ich konnte jetzt hier meine Kavallerie auch wieder zu mir zurückziehen. Aber erstmal charge ich hier nochmal schön kräftig hinten die Spartaner rein, damit hier auch schnell eine Panik entsteht. Man sieht hier, die Lage ist schon sicher. Also die Phalanx-Pikeniere haben sich noch gut geschlagen, erstaunlicherweise, wenn es Spartaner waren. Als entsteht halt diese Massenpanik, die durch Kavallerie kommt. Naja, und das Ding hier war jetzt schon sicher. Man sieht, die Flanken brechen zusammen. Ich konnte meine Pikeniere hier auch neu ausrichten, sodass ich hier drüben auch gegen die Germanen vorgehen kann. Meine Kavallerie ziehe ich jetzt hier auch wieder zurück. Wie man sieht, der gegnerische General ist gefallen. Natürlich super. Meine Bogenschützen ziehe ich natürlich auch vorwärts, damit ich hier drüben auch die anderen Bogenschützen beschießen kann. Gerade weil ich hier einen eigenen Zahlenvorteil habe, habe ich mir das zunutze gemacht. Ja, aber jetzt können wir hier mal ein bisschen vorspulen. Wie gesagt, richte ich mich neu aus. Meine Bogenschützen schicke ich vor. Beschieße jetzt hier natürlich auch schön fleißig. Man sieht, hier drüben kommt ein Trupp Berserker. Das habe ich natürlich noch gemerkt. Das war jetzt auch der letzte, glaube ich, oder? Hier hinten war noch ein Trupp. Der wird jetzt auch heroisch und rennt natürlich drauf los. Ich habe jetzt meine Bogenschützen darauf konzentriert, ihr Feuer nur hier drauf zu setzen. Denn Berserker sind auch sehr anfällig für Fernkampf, wie wir jetzt gleich sehen werden. Hier kommen gleich ein paar Salven rauf und der wird sofort krepieren, der Trupp. So, jetzt bleibt er hier stehen, weil aus dem heroischen Rauschuss gekommen ist, hätte aber auch nicht geholfen. Hier sieht man, mit einer Salve sind noch 3 Mann übrig.
Er rennt jetzt hier zwar weiter, der Trupp, allerdings hilft es nicht. Es sterben alle, bevor sie überhaupt am Ziel ankommen konnten. Also, das ist halt ein großer Nachteil dieser Berserker, dass sie absolut empfindlich sind für Fernkampf. Ich ziehe jetzt noch meine Kavallerie dazu, um die restlichen Einheiten hier zu vernichten. Drüben kommen nochmal Streitwagen von Scipion. Und jetzt machen wir gemeinsame Sache und vernichten die feindliche Kavallerie, die noch übrig geblieben ist. Die Streitwagen reiben hier quasi die Kavallerie auf. Hier drüben, die leichten Lanzenreiter sind hier mittendrin. Die Streitwagen genauso. Jetzt kommt meine andere Kavallerie dazu. Wir binden hier quasi die feindliche Kavallerie. Ja, und ich marschiere einfach straight vorwärts, weil mir klar war, dass das Ding eigentlich für ihn schon gelaufen ist. Er konnte hier nichts mehr retten. Die Streitwagen werden hier nochmal von den Berserkern angegriffen. Meine Kavallerie habe ich jetzt wieder ein bisschen rausgehalten, habe ich darauf konzentriert, erstmal wieder zu sammeln. Man sieht hier, die feindliche Kavallerie hat auch keine Chance mehr. Ist deutlich in Unterzahl. Ja, und die Sensenstreitwagen haben noch ganz schön viel hier fertig gemacht. Meine Kavallerie konnte jetzt hier schön reinchargen in die Berserker. Seine Streitwagen laufen jetzt genau richtige Zeitpunkt Amok, um meine nochmal hier zu vernichten. Ja, und jetzt konzentrieren wir uns halt nur noch darauf, hier drüben die Elite-Bogenschützen bei uns zu schnappen, wo drin sich der General befindet und auch die Schlacht gewonnen wäre. Ein bisschen vorspulen. Sollte doch ein bisschen lange, weil es halt die eine sehr gute Moral haben, verhältnismäßig. Aber hier sieht man, das Ding ist jetzt hier geflohen. Eigentlich ist er ziemlich entschieden. Hier drüben ist noch ein Trupp germanische Reiterei. Der General ist gefallen, weil sie bis zum Tod gekämpft hat, es noch so lange gedauert. Und jetzt haben wir hier die Griechen, die feindliche Armee, komplett vernichtet. War eine sehr schöne Schlacht. Man sieht, wir haben einen heroischen Sieg erlangt. Ja, ich möchte mich erstmal bei allen zusammen bedanken für diese schöne Schlacht. Immer wieder gerne. So, fangen wir an. Wie viele Männer habe ich eingesetzt? Ich habe 633 eingesetzt, Günther 790, Scipion 430, Force hat 522 eingesetzt, Petro 251 und Deathbringer mit 484, auch nicht schlecht dabei. Ja, es war ein 10.000 Denare Battle, deswegen sind einige Armeen hier recht klein. Fangen wir mal an. Ich habe nicht gerade sehr viele Kills, habe meine Aufgabe aber sehr gut erfüllt, indem ich einfach nur dafür gesorgt habe, dass die anderen nicht reinkommen können, dass die, bis zumindest sollte ich als Puffer fungieren durch meine Startposition halt. Günther hat natürlich sein Werk super erfüllt, hat die griechische Armee vernichtet und Scipion hat super unterstützt, muss man auch wieder sagen. Ja, Forst hat eben keine Chance gehabt, der wurde komplett abgeschirmt von seiner Verstärkung, hatte keine Chance, dass Unterstützung kam. Petro, der konnte nichts machen, genauso wenig wie Deathbringer, deswegen war das Ding eigentlich schon für uns entschieden. Hier können wir uns die Statistiken ansehen, einmal von meiner Armee und auch von der Armee von Günther Shadow. Ja, das wird jetzt ein bisschen viel, um das vorzustellen, also würde ich sagen, drückt einfach Pause, wenn ihr euch das angucken wollt. So, dann möchte ich mich, wie gesagt, nochmal für die schöne Schlacht bedanken und ihr könnt auch gleich euch den nächsten Teil angucken, den Link findet ihr hier oben rechts. Der nächste Teil wird die Sichtweise von Günther Shadow sein, mein direkter Nachbar und auch meine quasi direkte Nationsverstärkung. Ich hoffe, euch hat die Schlacht gefallen und deswegen sage ich jetzt erstmal ciao, bis zum nächsten Mal.